Rappla und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenschau. Star Trek Discovery sollte ursprünglich im Januar auf Sendung gehen, dann im Mai und jetzt erst im Spätsommer oder Herbst. Dass niemand genau weiß, wann die neue Serie startet, ist eigentlich längst bekannt und wurde trotzdem nochmal von CBS Interactive-Chef Mark D. Beauvoir gegenüber Vulture bestätigt. Im Grunde ist das keine Meldung wert. Das dachten wir zumindest, bis wir eine Google-Suche zum Thema Star Trek bemüht haben. Offenbar ist das die große Meldung der Woche. Was wissen wir auch schon. Auch diese Woche wurde der Auftritt weiterer Schauspieler auf der Star Trek Convention in Las Vegas angekündigt. Die meisten von ihnen werden euch nichts sagen, spielten sie doch nur in Nebenrollen. Unter den bekanntesten Namen sind Catherine Hicks, die Dr. Gillian Taylor in Star Trek 4 zurück in die Gegenwart verkörperte, Hayley Dodd, die Datas Tochter Lyle spielte und den Sohn des Spock-Darstellers Adam Nimoy. Die Convention findet vom 2. bis zum 6. August in Las Vegas statt. Mit Star Trek Deep Space Nine Enigma Tales wurde ein weiterer Star Trek-Roman angekündigt. Er stammt aus der Feder von Una McCormack und stellt Garak und Dr. Pulaski in den Mittelpunkt der Geschichte. Unser Lieblings-Cardassianer ist mittlerweile in der Politik angekommen, während Pulaski auf Cardassia einen Preis entgegennehmen soll. Dabei stoßen die beiden auf ein Geheimnis, das die Hoffnung auf eine gute Zukunft für Cardassia zunichte machen könnte. Das 368 Seiten starke Buch soll am 27. Juni für knapp 8 US-Dollar erscheinen. Axana Productions zieht am Ende des Monats von Valencia nach Atlanta um. Die neuen Räumlichkeiten kosten nur ein Viertel dessen, was sie für ihr bisheriges Studio zahlen mussten. Der Umzug wurde auch durch die mehr als 20.000 US-Dollar an Spenden in der letzten Crowdfunding-Kampagne ermöglicht. Auch die Kulissen sind fast fertig und an den zwei versprochenen 15-minütigen Folgen werde schon gearbeitet. Wann Axana das Licht der Welt erblickt, ist bisher aber noch nicht bekannt. Wolltet ihr schon immer mal Captain Picard auf eurem Nachttisch stehen haben? Dann ist das die Gelegenheit. Quantum Mechanics bringt eine 29 cm große Figur des berühmten Captains auf den Markt, inklusive Tricorder, Handphaser und einer Tasse Earl Grey. Und das Ganze zum Spottpreis von nur knapp 180 Dollar. Wenn ihr danach noch Geld übrig habt, geht doch einfach in ein Spielcasino. Denn Gameco Inc. bringt im Herbst mit Star Trek Deep Space Nine Adventure ein Casino-Spiel auf den Markt. Quark wäre stolz. Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit zu verbessern.